Hallo, hallo, hallo. So, heute wollen wir die Eisenfabrik fertig bauen. Mal gucken, was das alles wird hier. Das dann damit? Ja, sauber. So. Was wollte ich machen? Ja. So.
So. Jetzt ein Tunnel. Ich glaube, ich baue ein Crafting. Crafting. Okay. Okay, Crafting geht nicht. So, dann holen wir uns einen Tunnel. Oh. Laufen die falsch rum? So, ein Schredder.
Oh. So. Okay.
Das war nix. Nehmen wir den. So. Filter. So, dann brauchen wir noch ein Lava.
Verdammt. Das war nicht gut. Oh Gott, ist das hier viel. Ah. Ging doch schneller raus als gedacht. Okay, also... So, wie kriegt man einen Arm? Das war falsch. Okay.
Super. Drei Stück. Damit sollte ich drei Arme bauen können. Okay. Moin und tschüss. Hi. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt.
Ah. Nö, funktioniert so. Schön. So.
brauchen wir noch mal welche. So. Dann noch mal den letzten Rest für die. So. Oh.
So, und zwei Barrels. Willkommen zurück. Ja, er nimmt vom Band. Was richtig nice ist. So, dann bauen wir noch ein paar Arme und dann mal gucken.
So, was ist denn dein Ziel für heute? Beziehungsweise hast du überhaupt ein Ziel oder erstmal nur gucken? Ah, okay. Also so gesehen dasselbe, wie ich gerade mache.
Ja. Also das ist zwischendurch, hast du echt mega den Erfolg mit dem ganzen Kram. Und dann funktioniert das einfach nicht. Und ich weiß nicht warum. Ach du Scheiße. Das ist wirklich nicht cool.
So, was wollte ich? Ah. Oh Gott, der schon wieder. Oh Gott, und die schon wieder.
machen wir nochmal eben ein paar Wheels.
So. Ja, also ich habe das jetzt hier gerade gemerkt, nur damit man Eisen herstellen kann. Also haben wir diesen gesamten Apparillo. Bisschen echt hardcore. Jo, guten Hunger dir.
Welches nehmen wir denn jetzt? Kein Filter mehr, wo...
Oh, Depot. Willkommen zurück und guten Hunger dir. Huh.
So. Ja, bin ich schon. Aber ich glaube, ich wechsle jetzt zu Steampunk. Weil man da ein bisschen mehr machen kann als hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, das zieht sich alles und wird alles sehr verkompliziert. Ja, nicht ganz, also ich... die haben einige Rezepte, die das einfacher machen würden, haben sie geändert. Und auch hier bei den anderen Mods, also irgendwie ein paar Versionen davor... war noch das Erstellen von so einem Crafting-Grid und so weiter einfacher, aber das haben sie jetzt auch abgeändert, weil das zu einfach war. Vorher musstest du nur Diamanten und so weiter herstellen und konntest dann das Crafting-Terminal herstellen. Und jetzt brauchst du irgendwie den Endgegenstand dafür. Ja. Oh. Naja, und ich hab halt nach wie vor noch mega Bock auf Create, aber ich will noch ein bisschen was mehr dazu machen, sag ich jetzt mal. Und ich wollte jetzt einfach mal wieder reingucken. Mal gucken, was das wird. Aber wir haben jetzt zumindest die Eisenfabrik gebaut. Was an sich schon ganz cool ist. Und da wäre es dann bei Steampunk ein bisschen einfacher, sage ich jetzt mal. Ja, also ich wechsle da jetzt mal rüber. Und hier gibt es halt noch ein paar mehr Mods drin. Das hat mir doch ein wenig gefehlt, sag ich jetzt mal. Aber wir sind natürlich jetzt hier wieder fast völlig am Anfang.
Ey, egal wo ich spawne, ist immer Winter. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich weiß noch nicht. So. Hier müssen wir ein paar Dinge herstellen, aber das geht ja klar. Oha. So, ich wollte hier noch die Mods durchgucken. Was ist das, wenn wir Crafting?
Okay. So. Okay, Salt Crystal. Thank you.
sein. Haben wir noch hier irgendwo Stone? Stone, Stone, Stone.
Was machen wir denn als Next Step? Okay, dann suchen wir mal Eisen. Und bauen dann mal eine Presse. So, dann gehen wir hier weiter. Wir haben 3 Eisen, ey. Wow. Hießen das Hexe?
Ja, das hier ist ja echt wie ein neuer Anfang. Gefühl zu dem, was wir schon bei dem anderen hatten. Aber hier drauf freue ich mich. Es gibt Braßschaft. Wahrscheinlich in. Okay, und steht dabei, wie viele Stress-Units die aushalten? Na, oh, schade. Das wäre dann mal ein interessanter Vergleich. Ah, okay. Ja, wenn du dann natürlich zwei Speed-Controller hintereinander anschlägst. Okay. Wieso hat das dann bei mir so viel? Die Shafts haben ja irgendwie 140.000 ausgehalten.
Oh, okay. Geil. Okay, damit hätte ich dann auch nicht gerechnet. Also, dass du dann so schnell overstressed. Ja, auf jeden Fall komisch, würde ich sagen. Hier eigentlich die Milkshakes? Nö. Ah. Oder du holst dir einen, wie heißt das gleich noch? Eine Engine. Weil ich verstehe gerade nicht, warum. Es ist natürlich die Frage, bei wie viel hast du die Umdrehungsgeschwindigkeit gesetzt? Weil die kannst du ja noch ein bisschen runter regulieren, dann kommt kein Overstress. Oder willst du bei Maximum Speed bauen? Gott. Okay. Das kam unerwartet. Ja, kann ich dann verstehen. Aber du kannst ja an den Schaft kannst du ja noch mehr anschließen. Also Energiequellen, sag ich jetzt mal.
So, ich wollte jetzt hier von der Rückseite nach unten gehen und hier die Konvertierung stattfinden lassen. So, holen wir uns mal eben eine French. French, nicht French. So. Da.
Okay, oh Gott. So, jetzt kann ich aber den Mixer bauen. So, right click and place one on the place. Place use for anything. So, we do buzzing. Steam engines. Was ist denn Thorium? Hast du eigentlich schon eine Engine gebaut?
So. Okay. Wow, kleiner Lavafluss. Okay. Ich habe mich halb in die Luft gesprengt. Aber brauchst du für das Erstellen der zusätzlichen Wasserräder und nicht länger, als wenn du jetzt eben fix die Engine anfertigst? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du brauchst ein Eisen um wie viel? Ich glaube, 16 Kupfer herzustellen. Und einen Tank zu machen geht eigentlich relativ easy. Ja. Aber ich dachte halt als Zwischenschritt. Zwischen Kupfer und Andesit und so weiter.
können wir mal ins Nether und da mal gucken, ob wir einen Blazeburner holen. Wir holen Blazeburner. So. Gott, oh Gott, oh Gott. Flint and Steel. Oh Gott, oh Gott. So. Penne ich erstmal eine Runde und dann gehen wir ins Nether.
Gott, oh Gott, oh Gott. Was zur Hölle? Aber hier ist es sehr heiß. Was brauche ich denn? Wie ist denn die Mod wegen der Hitze? Okay. Hocklinheit.
Oh. Gott. Hilfe. Yeah.
So. Also, ich werde für heute mal Feierabend machen. Ich bin hart müde und dann starten wir morgen aber ein bisschen früher. Und ja, machen dann hier mal ein bisschen mehr. Fang auch an mit einer Fabrik oder sowas. Also, da habe ich schon Bock drauf. Und man kann hier einfacher bauen und muss keine Angst haben. Und die Rezepte, also man kann leichter an die Ressourcen kommen, habe ich auf jeden Fall das starke Gefühl. Wie schnell wir an Zink gekommen sind und so weiter. Also, ja. Genau, also. Für heute würde ich dann erstmal Tschüss sagen. Ich wünsche einen schönen Abend, eine gute Nacht und dann bis morgen, dann so circa ab, ich denke 14 oder 16, nee, 15 oder 16 Uhr so um den Dreh. Also hauen Sie rein, machen's gut. Bis morgen dann. Cheerio und auf Wiedersehen. Ciao.